Berlin jedes Jahr an seine armen Bürger denken wird, werden sie auch nie mehr zu Weihnachten traurig sein. Sie machte ihnen die Bäckchen, brachte leckeres Essen und hielt ihr die Sorge. Aber weil die böse Königin die Schönste sein wollte, vergiftete sie Schneewittchen mit. Eines Nachts auf einem Feld bei Ottersleben traf es einen armen Mann. Dem gab es sein Brot. Und einem Mädchen. Ja. Ich habe ja versucht, mit denen zu reden, mit den Fliegen, als sie sich auf mein Musbrot setzten. Ei, wer hat euch denn eingeladen? Aber die verstanden mich einfach nicht. Da lief mir aber die Laus über die Leber, wie man so schön zu sagen pflegt, ich habe zugeschlagen. Und mit einem Schlag, mit einem einzigen Schlag hatte ich 7 auf einen Streich. Im Auftrag des Königs sollte ein Mädchen Stroh zu Gold verspinnen. Ein Männlein half ihr dabei. Im Gegenzug wollte es ihr erstes Kind. Als der König am nächsten Morgen das viele Gold sah, heiratete er das Mädchen. Bald darauf gebar die Königin ein Kind. Und das Männchen erschien und wollte es sich holen. Doch die Königin bat abermals um einen Handel. Da sagte das Männlein: In 3 komme ich wieder und hole das Kind. Wenn du aber dann meinen Namen weißt, so sollst du das Kind behalten. Am nächsten Tag kam der König von der Jagd heim und erzählte ihr: Im Herrenkrug stand ein kleines Haus. Und vor dem Haus sprang ein gar zu lächerliches Männchen auf einem Bein davor herum und schrie: Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße.